Halli, Leute, ich bin's wieder, euer EV2. Jetzt gehen wir wieder weiter mit Battlefield 1942 und zwar auf der Karte der Bukake. Bukake, ja, Gnimapaha. Ziele, wir haben den Strand verlassen können, doch wir müssen den Druck gegen die Deutschen forcieren. Wir können diesen Kampf gewinnen, wenn wir mindestens die Hälfte Außenposten halten. Besprechung, jetzt da die alliierten Truppen Fuß gefasst haben und die Brückenköpfe an den Stränden gesichert sind, verlagern sich die Kämpfe in das Hinterland. Denn die Normandie wird hier vom Bukake bestimmt. Eine Landschaftsform aus vielen von Höhen und dichten Hecken begrenzten Feldern. Diese Hecken geben den Gegner optimale Deckung und schränken die sich stark ein. Die schützen vor Luftangriffen und sind nur schwer zu überwinden. Schritt für Schritt entreißen die alliierten Truppen den Deutschen das besetzte Land. Doch die Verluste häufen sich und es geht weit weniger schnell als erhofft. Während Transportschiffe laufen, mehr Männer und Nachschub an die Strände bringen, dringt eine gepanzerte Division tiefer in das Inland vor, um dort in Stellung zu gehen. Mit Hilfe schwerer Luftunterstützung müssen die Soldaten vorsichtig durch den Bukake vorrücken, um die gegnerische Widerstandsnester aufzuheben. Ja, das war der Angriff auf die Normandie. Und ich habe jetzt keinen Bock, darüber weiter zu bubbeln, weil der letzte Part war nicht so toll und der Part wird jetzt auch nicht so prickelnd sein. Mann, Mädel, was wird denn hier los, ey? Heute so ernst hier? Ja, da springe ich über die Kanacken rüber. Kanacke, Alter. Allah Kabbala! Arthur. Arthur, nein, das ist mein Flugzeug. Arthur. Tschüss, Arthur, das ist nicht deins, meins. Such dir ein eigenes Flugzeug, Arthur. Arthur. Arthur, nein. Ich bin jetzt weg. Tschüss, Arthur. Oh ja. Als könnte mich dieser scheiß Panzer von oben so abschießen, ey. Was ist das? Was ist das? Ganz ehrlich. Ist doch behindert. Ist doch gay. Ist schwul. Nee, ganz ehrlich, schwul. Ja, toll, ich kann auch nicht spawnen, toll. Oh Mann, ey, ist toll. Direkt geiler Start. Hier. Self-kill. Was? Sandsäcke des Herzen, ASC. Ah! Ey, bitte, ich will nicht so lange warten und erober diesen schwulen Punkt. Danke. Sanitäter. Bernhard, niemand, ey. Der niemand. Nummer, yay. Geil. War geil. Und nochmal. Oh! Ja, jetzt raus. Ey, das ist meins! Du Wichser, Mike! Ey, Mike, du Hure! Dieser Hurensohn KI, ey, der fickt dich! Echt nur Kanacken waren da dran. War da nur Hartz-IV-Empfänger dran? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Oh. Ist doch schwul, ey.
Guck mal, der schießt da wie eine Transe. Halt's Maul, du schwule Sau, Mann. Ja, ficken! Oh, Arschgelocht. Kleine Schwuchtel, ey. Klitzekleine Schwuchtel. Ich brauch den Ingenieur. Aber da hinten? Geil, ich sehe da ein Fahrzeug. Und zwar ein scheiß schnelles. Das ist meins. Aha! Besser als jeden College-Film. Hallo Monty. Nummer, yay. Ich bin jetzt schon tot. Warum bin ich auch der Erste, der stirbt? Voll die Rassisten, ey. Nur niemals ein Deutscher im Leben lassen. Ja, geil, minus 2. Fick doch dich, Alter. Mann, ist das eine scheiß langweilige. Das ist so eine scheiß langweilige Map, ey. Da fliegt er seine Runden. Ja, ficken! Du Homo-Knecht! Ey, da vorne schießt nix ab. Der wartet ganz genau auf mich. Alter, was willst du, Hurensohn? Dreckswaschloppen, ey. Geil! Was lädt der nochmal nach? Och, geil, ey. Fick dich! Halt's mal, du Grandpa, Alter. Geil, schieß den Wichser mich selbst an. Drecksami, Alter. Ist so behindert, der Junge. Der ist doch ein Krüppel. Verwichste Wichserpanzer! Großer Sieg! Der Kampf nahe dem kleinen Ort Carentin ist ein großartiger Sieg für die alliierten Einheiten. Die deutschen Truppen haben jeden Vorteil der Felder und Hecken ausnutzen versucht, aber nichts konnte die alliierten Soldaten in ihrem Vormarsch aufhalten. Schritt um Schritt gewinnen die Alliierten die Oberhand in der Normandie und bewegen sich unaufhaltsam in Richtung Paris. Jo, ich hoffe, ihr habt Spaß, gebt ein Abo, gebt ein Like und schauen wir, wie wir sehen, euer Immortal Science-Band.